Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. So. Huh. Da wirklich den Camo ist gerade beim Vogel nicht ausgemacht. Aber auch nicht schlimm. So, wir nehmen jetzt mal hier Lee. Ich muss unbedingt meinen Vogel mal ausräumen. So. Wir haben nämlich hier unten zwei Rochen drin. Hallo? Ah, Hilfe! Nein, beiß mich doch nicht. Was, die können hier schwimmen? Ich hab doch mal Futter auf der Null. Fressen die kein Filet? Okay, gut. Fail, wir lassen das. Jetzt muss man hier den K-Modus ausmachen. Ist er jetzt aus oder ist er noch an? Aus. Sehr gut. Also fliegen wir jetzt woanders hin. Ich hoffe, das ruckelt jetzt hier nicht zu sehr. Es gab nämlich heute früh ein neues Ark-Update und seitdem ruckelt mein Ark gerade ein bisschen. Deswegen tut es mir leid, falls es ruckeln sollte. Da sind wieder Pferdchen. Dann fliegen wir mal wieder irgendwo hin. Ich habe auch eigentlich schon so eine Idee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das noch die Dinos vom letzten Mal sind oder ob das neue sind. Aber der hier, der ist richtig schön, der Bronto. Aber der ist männlich, wir brauchen einen weiblichen. Da hätten wir ein Kamel. Ach so, ja, den Kryopod, den ich unten in der Leiste habe. Oh, jetzt leckt es hier heftig. Hallo? Was ist hier los heute? Der ist gescheatet. Das gebe ich jetzt ganz offiziell zu. Unsere sind nämlich verdorben. Und es wird so sein, dass jeder von uns während des Projekts jetzt ein oder zwei Kryopods immer hat. Also ich ein oder zwei oder und Vinci ein oder zwei. Aber nicht mehr. Sprich, wenn die kaputt gehen, gibt es neue. Aber nur dann. Nicht, wenn wir die verlieren, dann haben wir Pech. So. Aber das ist jetzt halt auch nur wirklich diesen einen, den ich mir geholt habe, erstmal. Und was heißt erstmal? Einen. Vielleicht hole ich mir nochmal einen zweiten, wenn ich merke, wir haben jetzt groß irgendwas. Oh, der Bronto ist natürlich toll vom Level. Aber das war's dann auch. Also, es ruckelt mega. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an einem White Dino Kill liegt, der nicht gemacht worden ist, mal wieder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guckt euch mal den. Also, die rote Farbe am Körper, okay, ne? Lässt sich drüber streiten. Aber die Mähne. Also, der mit der roten Mähne hätte doch den roten dir geben können. Der mit der lilanen hätte das. Naja, okay. Ja, könnt mich ruhig anmiezen, aber ihr werdet mich gezähmt. Ihr seht schrecklich aus. Also, anscheinend gab es einen White Dino Kill. Weil sonst hätte ist das weiße Weibchen hier vom letzten Mal noch gegeben. Fliegt schon wieder kreuz und quer hier, so merkwürdig durch die Gegend. Vielleicht haben wir jetzt aber das Glück, dass wir ein Rex-Weibchen finden, ein hohes. Dann werden wir das nämlich auch mal zähmen. Da fliegt ein Petri weg. So, mal gucken, was hier oben rumfleucht. Normalerweise waren hier oben nämlich auch immer Löwen. Oh Gott, der Petri. Da sind wir zwei Brontos. Das haben wir hier. Ziegen. Also die werden wir definitiv auch noch eine von holen. Aber ein Weibchen, ein Männchen haben wir schon. Sogar ein hohes. Aber hier hinten war auch schon mal eine Mountain Cat, deswegen gucke ich jetzt. Die Metridons. Ja gut, okay. Also hier oben finde ich, geht's gerade. Also hier oben ruckelt es gerade nicht ganz so krass. Ich hoffe, das ist auch in der Aufnahme so, weil wenn nicht, tut mir wahnsinnig leid. So, was sagen hier die Brontos? Tag.
In der letzten Folge hatten wir ja ein Pferd gezähmt, oder in einer der letzten Folgen. Da ist noch ein blauer Beacon. Ich werde, wenn ein paar Beacon sind, die auch mitnehmen. Denn ich hoffe ja immer noch auf meine vollständige Rüstung. Bei meinem Glück werde ich gleich schon wieder angefressen. Oh, Beeilung. Ein Knuffelsattel, okay. Das ist ja schon mal super. So. Dann können wir jetzt auch mal gucken, ob es neue Griffin gibt. Gut, wir hatten letztes Mal zwar so ein 200 und gefunden, ne? Aber leider ist ja jetzt der White Dino Kill passiert. Ich war jetzt zwischendrin auch nicht mal online. Da ist ein Griffin. Der ist allerdings nur Level 80. Also im dreistelligen Bereich müsste der schon sein. Natürlich am besten so 200 plus. Rödel. Aber hier ist jetzt kein Rex unterwegs bis jetzt. Das ist auch schon sehr, sehr merkwürdig. Normalerweise hatten wir hier oben nämlich immer einen T-Rex. Aber da oben sind Alos. Ein hohes Alu-Weibchen. Aber wir haben ein hohes Alu-Weibchen. Deswegen geht nur noch ein Männchen. Weil dann kann ich nämlich breeden. Was haben wir hier? Außer so ein mega pinkes Pferd. So. Immer diese Griffin-Suche. Hier kommt irgendwo ein roter Beacon runter. Der wäre natürlich auch nice. Da oben kann einer sein oder hier fliegt auch das öfter mal einer rum. Gucken, was hier sonst noch so rumfleucht. Ne. Dann vielleicht hier oben. Oh, so ein Tech-Stego, ne? Wäre auch nice. Hier oben haben wir einen T-Rex. Zwei sogar. Level 88 und Level 152. Der eine hat gerade Knet. Also einen Knetkörper. Auch schön. Aber hier ist ja echt nichts los. Hier ist ja wirklich voll tote Hose. Was ist hier los? Griffin, wo seid ihr? Na gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir rüber zum Schneebiom. Und guck mal da, ob wir da so einen Schneeleoparden finden. Ich muss mich jetzt ja nicht hier festfahren auf einen... wie heißt es? Griffin? Sondern wir haben ja immer noch Auswahl, die wir noch nicht gezähmt hatten. Davon hatte ich auf dem letzten Server keinen einzigen mit rüber genommen, auch nicht unserem Farbmutations-Mikroraptor. Ach du Scheiße, was ist da mit dem Stego los? Ja, genau, der kann. Ach, du Schreck. Was haben wir hier? Tech Raptor Level 172. Ist mir für einen Tech noch ein bisschen zu low, um ehrlich zu sein. Gerade weil die Tech-Tiere ja in einem höheren Level spawnen können. Oh, da ist ein Raptor Level 200 plus, aber nicht ganz so das, was ich mir erhoffe am Level. Weg jetzt liegen. Mein. So. Haben wir hier unten. Das sind die anderen Wölfe.
Hier sind die richtigen. Nicht die anderen, sondern die richtigen. Ach, Shadow Cat. Nein, das ist kein Shadow Cat. Bleib oben. Da haben wir schon mal einen Schneeleoparden, aber ihr seht, der ist ein Level 80. Das heißt nichts Hohes. Ja, ja, schrei du nur. Mir egal. Ich beachte dich gar nicht. Wölfe oder. Nee, da ist noch ein Schneeleopard. Juti, okay. Juti hätte ich ja auch Bock drauf, ne? Was ist denn da? Freunde, seht ihr das? Habt ihr das gerade gesehen? Wo ist es hin? Das haben wir auch noch nicht, das ist ein Schultertier. Warte, seh ich das irgendwo? Seh ich es irgendwo? Ich baue mal hier kurz auf. Oh nein, sagt nicht die Walze genau da vorne. Aber anscheinend schon. Also auf jeden Fall gibt es hier auch so kleine Schuld. Nein, da oben fliegt sie. Hier ist ein Rabe. Oh, was ist der für eine eklige Farbe? Ach, das ist so orange. Okay. Nee, aber einen Raben wollten wir jetzt ja nicht. Das war jetzt hier gerade eine Eule. Ach Mann, das war die erste Eule, die ich gesehen habe hier. Naja, noch bin ich. Suchen wir weiter jetzt einen Schneeleoparden. Sagt mein Stamina, ist noch voll okay. Das ist nochmal das Saber, ne? Ja. Das ist doch ernsthaft so ein knallpinker Kilo. Wow. Agi, noch ein Agi. Was läuft denn dahinter? Agi, der von Wölfen angeknabbert wird. Vorne sind wieder Ziegen. Tut mir echt leid, wenn das gerade hier wieder so nur so eine Suchfolge wird. Aber ich habe mir das gerade echt im Kopf gesetzt, dass wir so einen finden. Also wir haben ja schon Schneeleoparden gefunden, aber halt, ne? Nicht im gewünschten Level. Und das ist echt schade. Denn ich würde gerne einen für einen. Also einmal paaren. Oder die einmal verpaaren vielmehr. Hier unten in dieser Nische saßen die auch voll oft schon. Mammut. Ich meine, ich war jetzt ja schon richtig oft hier unterwegs. Was war das denn? Ach, das ist hier der Schatten gewesen, oder was? Wow. Bisher hier gerade auch echt nichts laufen, außer hier den Rodolf. Hier oben ist irgendeine Klopperei. Bei den Pferdchen. Das ist wieder ein Saber. Ah, was sind das denn für Pferde? Die kenne ich gar nicht. Freunde, so nehmen wir mit. Den hier, den will ich haben. Den will ich haben.
Jetzt klingt mein Handy gerade die ganze Zeit, es tut mir leid. Da wäre ein Schneeleopard, also wieder ein hohes Weibchen. Oder ein höheres Weibchen. Wir behalten jetzt mal das Pony am Fuß. Okay. Wir müssen das Pony nochmal hier lassen. Wir haben einen Schneeleoparden gefunden. Den nehmen wir jetzt mit. Der ist Level 28 und männlich! Danach holen wir uns doch so ein Pony. Weil da habe ich jetzt auch voll Bock drauf. Ah ja, beißt du mich nur. So, ich würde sagen, ich fliege jetzt mit der Miezekatze Richtung Base. Ihr seht jetzt gerade den Kopf gar nicht, aber ich hatte ihn euch ja schon in der Base gezeigt. Ich hole euch gleich wieder dazu. Wenn ich in der Nähe von der Base bin am besten, weil dann haben wir nämlich diesen Flugweg jetzt nicht drin. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.